Heyo und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Link's Awakening mit Chibi Let's Play. Und wir haben im letzten Part das fünfte Musikinstrument, das Choralxylophon, nun endlich doch erhalten. Das heißt, wir können uns so langsam auf den Weg zum sechsten Dungeon machen. Wir können uns allerdings auch noch ein bisschen weiter umsehen, würde ich sagen. Denn ich meine, wir haben jetzt auch den Enterhaken. Wir können jetzt einige neue Orte aufdecken, geschweige denn erreichen. Von daher schwimme ich jetzt einfach mal in unserem geliebten Fischmaul vorbei und schau mal, was es hier noch so Schönes gibt. Nee. Wir könnten uns eigentlich... Nee, das wollte ich gar nicht. Hier. Wir könnten uns eigentlich auch so langsam mal gen Osten wagen, da wo ich noch nicht war. Also immer den Fluss entlang, würde ich sagen. So. Okay. Sobald es eine Möglichkeit gibt, versuche ich dann an Land zu kommen. Hier zum Beispiel. Wo bin ich jetzt genau? Gehen wir mal ganz kurz da mal lang. Was ist denn hier Schönes? Das sieht komisch aus. Muschelbazar. Ach, kann ich die hier eintauschen? Hallo? Hallo? Ah, cool. Du hast eine Zaubermuschel gefunden. Wenn du genug davon gesammelt hast, bekommst du etwas Feines. Also haben wir jetzt 11. Okay. Und, hä? Der Balken geht wieder hoch. Komisch. Anscheinend muss ich den Balken erstmal voll kriegen. Das heißt, ich muss erstmal wieder Muscheln sammeln. Eventuell sogar hier eins. Ja. Sehr schön. Gut. Ja, dann weiter nach Norden und dann irgendwann nach Osten. So, hier sieht es zum Beispiel auch ganz gut aus. Ja, hallo? Kommst du nicht hoch? Geht doch. Sei mal ruhig da. Blöder Bomben. Bombenkäfer, mir fiel das Wort nicht ein. Okay, hier sind die Wasserfälle. Schwimmen wir mal zu der Höhle da. Was haben wir denn hier Schönes, wenn ich hier ein bisschen rumtauche? Eigentlich nichts. Äußerst mysteriös. Na gut, dann ist das halt so. Ach, hier sind wir in der Nähe vom Dungeon. Hier geht's nicht mehr weiter. Ich habe gehofft, hier würde sich vielleicht noch unter Wasser irgendwas verbirgen, aber nein. Okay, dann gehe ich wieder an Land und dann nehmen wir den Enterhaken. So. Hihihihi. Boote. Flussverleih, täglich geöffnet, außer sonntags. Bitte an der Kasse melden. Okay. Ich gehe trotzdem erstmal hier rein. Was haben wir denn hier Schönes? Scheint eher eine Art Rückweg zu sein.
Durchbomben kann ich mich nicht und ich kann auch nicht hochspringen, oder? Wäre ja zu schön gewesen. Ist das vielleicht als Abkürzung gedacht, wenn man zum Bootverleih will? Ich höre wieder einen Helikopter. Ey, lass mich los! Hast du mein Schild gefressen? Nein, der ist noch da. Könnte der Helikopter bitte von meinem Haus wegfliegen? Das wäre ganz lieb. Immer diese Störgeräusche. Ach je. Na gut. Dann wagen wir uns in den Bootsverleih. Nachdem wir ganz kurz geguckt haben, was du so in deinen Töpfen lagerst. Gut. Nichts. Ups, jetzt bin ich aus Versehen auf... Ne. Egal. Möchtest du für 100 Rubine ein mit dem Floß fahren? Eins mieten? Ja. Okay. Nimm dir einfach das Floß da draußen und hab Spaß. Okay, dankeschön. Jetzt haben wir zwar eigentlich mehr Geld ausgegeben, als ich jetzt verdienen wollte, aber egal. Wir können jetzt hier mit dem Floß lang schippern. Mal sehen, was wir davon haben. Kann ich mich eventuell damit auch wohin ziehen? Nee, ich kann das nicht benutzen. Okay. Ich habe ein bisschen Angst, da jetzt runterzufahren, aber okay. Moment, Moment. Oh Mann. Yay. Dann kriegen wir ja fast unser Geld bald wieder, wenn ich das jetzt... Okay. Oh, das ist so viel. Da ist ein Herz. Boah, ich kann gegen die Strömung nicht anfangen. Ey, da muss man ja echt wissen, was die beste Lage ist. Boah. Okay. Ja. Ey, dann, das muss man ja wirklich wissen, wie man am besten fährt. Komm ich da ran? Nein, ich komme ran. Ich komme da jetzt echt nicht ran. Ist doch gemein. Oh. Mein armes Steuerkreuz. Aber okay. Stromschnellen. Die werden da wahrscheinlich auch noch dazu gehören, die Klötze hier. Ja. Okay. Dann können wir jetzt mal hier hin. So. Sieh mal einer an. Und dann sind wir wieder da. Ja. Ich kann es ja nochmal versuchen. Möchtest du noch einmal fahren? Ja. Okay, hier. Nimm das Floß. Okay. Wir müssen uns rechts halten, ne? Habe ich das Gefühl, hier war schon mal was. Dann nördlich. Oh. Zwei auf einmal, sehr gut. Okay. Jetzt bleib rechts. Bleib rechts. Bleib rechts, so. Oh. So. Komm schon. Oh, ganz knapp. Kriegen wir den noch? Ich will den haben. Ey, um Millimeterarbeit ist das hier. Okay, ich glaube, ich muss weiter nach oben, ne? Ah, den kriege ich auch nicht mehr. Mensch. Okay. Außen lang. Das sieht gerade sehr interessant aus. Was auch immer sich da in der Truhe verbergen mag. Okay, hier bleibt. Ich weiß nicht, ob wir das Geld nachher wieder reinkriegen. Könnte knapp werden. Oh, jetzt hätte ich hier oben lang fahren müssen. Okay, ein paar Pfeile habe ich. Also ich glaube, wir haben ein Minusgeschäft gemacht. Das ist jetzt natürlich nicht ganz so prickelnd.
Aber hey, es war ein Versuch wert, würde ich sagen. Erstmal. Ist gut jetzt. Ist gut jetzt. Bummt doch woanders. So. Hier war eine Fee. Huch! Uhu! Zwei Schreine. Der eine im Norden von hier, der andere im Süden. Geh erst nach Süden, wo die alten Ruinen vom Windfisch erzählen. Die Reise lohnt sich bestimmt. Geh erst nach Süden. Verschwinde, du blöder Käfer. Süden. Ich will mal kurz überlegen, war ja nicht irgendwo. Eigentlich müsste es doch hier schon aufgedeckt sein. Außer Bananenhändler? Eigentlich müssten wir doch hier zufallsbedingt doch mal sehen können. Einen Schuss und geh damit zum Wurmpalast. Das war ganz am Anfang. Telefonhäuschen. Da war der andere Dungeon. Ich gehe das jetzt der Reihe nach. Level 4. Das ist der Floßverleih. Shop. Noch ein Telefonhäuschen. Hier ist der Fluss. Hier war der Friedhof. Hier ist kein Dungeon-Symbol. Hier ist noch was. Zwei Schreine. Einer im Norden, einer im Süden. Upsa. Also Norden, denke ich mal, irgendwo im Gebirge. Das hier ist die Wüste. Hier ist der Zoo, das Zoodorf. Zwergenbucht. Hier ist das Fischmaul. Okay. Das ist die Teufelsvilla. Kann man jetzt wirklich so nicht sehen. Schade. Ich habe gedacht, dann würde es. Aber dann müssen wir den Dungeon erst freischalten, ne? Huch! Ey, ey! Ja, okay. Der Kollege ist abgesoffen, dann können wir hier lang. So. Aua. Dann bin ich trotzdem getroffen von den Viechern hier. Ja, egal. Enterhaken. Let's go! Huch, wo bin ich denn jetzt? Maskenschüsselloch. Was ist das? Was hat das wohl zu bedeuten? Maskenschüsselloch. Okay, ich denke mal, hier wird der Dungeon sein, sobald ich den Schlüssel habe. Yay! Die Frage ist nur, ist das jetzt Dungeon Nummer 6 oder Dungeon Nummer 7? Wenn es heißt, es gibt zwei. Einer im Süden. Maskentempel! Ah, okay, gehen wir mal da lang. Wie kommen wir denn da lang? Schwimmwerk. Ah, okay. Dann erstmal wieder nach Norden schwimmen. Und dann irgendwie gucken, dass wir von hier nach Osten können. Hau ab, du! Hallo! Guten Tag! Yippie! Kann man hier irgendwie nach. Ja, im Grunde muss ich jetzt nach rechts. Ich komme zu dem Mastentempel. Level 6 Mastentempel, ja. Wie
kommen wir da hin? Stromschnellen. Ich habe das dumme Gefühl, wir brauchen die Stromschnellen. Ich hoffe ja mal nicht. Aua! Ah, okay. Jetzt hör doch mal auf da. Das sieht doch verdächtig aus. Ups, ich wollte ihn nicht berühren. Moment, man konnte die doch mit dem Schild abwehren, oder? Ja. Zumindest wegschieben. Nee. Und hinterlassen noch nicht einmal ein Herz, wie gemein. Nee. Das ist natürlich sehr kontraproduktiv jetzt gewesen. Eigentlich muss ich den ja weglocken. Bleib fern von mir. Aber nicht fern genug. Ey. Ey. Komm mal her. Komm mal her, du. Ja. Dann machen wir es immer anders. Juhu. Danke. Okay, jetzt sind wir hier. Warum? Wieso, weshalb? Pfeile. Pfeile. Oh, hallo. Guten Tag. Ja, ich habe Angst, dass du mich anspringst. Oder auch so. Gut. Aufs Neue. Aber ich glaube, Pfeile sind wichtig. Ich weiß noch nicht, warum. Hm. Die Musik ist aber sehr schön. Die nicht mehr. Okay. Whee! Okay. Okay, okay, okay. So. Problem gelöst, würde ich sagen. Yay! Maskenschlüssel erhalten. Er gehört nun mir. Bisschen dunkel hier, ne? So. Was ist das hier? Oh. O Eiland Kukulent. Bist nur eine Illusion. Die Menschen, die Monster, das Meer, der Himmel sind nur ein Traum des Windfisches. Wächst du den Träumenden, so wird sich diese Insel in Luft auflösen. Wie eine Seifenblase zerplatzen. Was? Alles nur eine Illusion? Ja. Das macht das Ganze schon ziemlich traurig. Und da erlöschen sogar hier die Flammen. Ja. Trotz allem müssen wir den Windfisch wecken, sonst kommen wir niemals wieder zurück nach Hyrule. Und Link muss immerhin Zelda retten bzw. beschützen. Uhu, hast du das Bild gesehen?
Natürlich weiß man nicht genau, ob Kukulin tatsächlich nur ein Traum des Windfisches ist. Leider weiß man immer erst nach dem Aufwachen, dass der Traum nur ein Traum gewesen ist. Im Moment kennst du die Wahrheit des Windfisches. Nur der Windfisch kennt die Wahrheit, wollte ich sagen. Vertraue deinem Gefühl. Irgendwann wirst du es genau wissen. Nun gut. Ich merke gerade, wir haben bald alle Schüsse zusammen. Es fehlt nur noch einer. Schön. Gut, okay. Dann beende ich nun den Part, meine Lieben. Und beim nächsten Mal suchen wir dann den Wüstentempel. Maskentempel, wollte ich sagen. Wie komme ich jetzt auf Wüste? Na egal. Und dann werden wir hoffentlich bald auch erfahren, ob es sich jetzt wirklich alles nur um einen Traum handelt oder vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es ja auch einfach nur irgendwelches willkürliches Graffiti, was da, ne? Naja. Ich sag dann mal, bis bald und tschibitschi!